Uli Taffertshofer, nach der Niederlage gegen Wien Wiesbaden. Uli, deine blutige Nase steht so ein bisschen sinnbildlich für die blutige Nase, die ihr euch als Mannschaft hier heute eingefangen habt in Wiesbaden. Erstmal, wie geht's dir nach dem Zweikampf mit Stefan Aigner? Ja, es hat zum Glück aufgehört zu bluten dann irgendwann. Keine Ahnung, ob sie gebrochen ist oder nicht, aber mit dem Spiel verloren ist halt scheiße. Ja. Was ein gebrauchter Abend, kann man glaube ich sagen. Die ersten 20 Minuten waren die Wiesbadener sehr nervös. Warum ist es euch nicht gelungen, da ja mehr draus zu machen? Ja, wir haben hier auf den Gegner getroffen, der eigentlich am Boden lag. Und sind eigentlich ganz gut reingekommen, aber sind nicht zwingend vors Tor gekommen. Und das fast über 90 Minuten nicht. Ich glaube, das ist auch das, woran wir ansetzen müssen. Dass wir einfach wieder gieriger werden, den vorletzten Ball besser spielen und den letzten Ball dann einfach wieder konsequent verwerten. Weil sonst wird es schwer. Die Härte, die Wiesbadener an den Tag gelegt haben, damit habt ihr ja eigentlich gerechnet. Trotzdem hattet ihr auf dem Platz echt Schwierigkeiten damit. Ja, klar waren sie hart in den Zweikämpfen, aber wie du sagst, das wusste man. Sind wir normalerweise auch immer. Ich weiß auch nicht, ob es daran lag heute. Wie gesagt, ich glaube, wir müssen einfach da konsequenter nach vorne spielen und dann im letzten Drittel wieder sauberer werden. Weil wir hatten ja, glaube ich, genügend Ballbesitz. Also ist nicht so, dass wir nicht einen Ball gehabt hätten oder so. Die paar Konterchancen, die bekommen halt ein Gegner dann mal, wenn er einzeln vorne ist. Aber da gilt es jetzt, wir haben eine lange Woche, da gilt es einfach dran zu arbeiten jetzt. Ihr seid ja aufgetreten eigentlich wie eine Heimmannschaft, auch vom Ballbesitz. Du hast es gerade angesprochen, die Quote war klar für euch. Ist es trotzdem so ein bisschen ein Auswärtsfluch, dritte Auswärtsniederlage im vierten Auswärtsspiel? Ist es in der zweiten Liga irgendwie anders, als ihr es aus der dritten Liga dann kennt? Naja, weiß ich nicht. Das würde ich jetzt nicht überbewerten. Es ist egal, wo man spielt, es gibt immer nur 3 Punkte. Von dem her... Klar, daheim ist immer geil, wenn das Stadion voll ist und alles, aber deswegen liegt hier nicht weniger auf dem Platz. Dann erstmal dir gute Besserung und euch eine gute Regeneration. Danke. Ciao.